Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Ja, unser heutiges Thema, und zwar kennt ja jeder den YouTuber Mois, ja, und der YouTuber Mois ist ja auch ein kleiner Kritiker, ja, also ich sag mal, er haut mal die ein oder anderen Punchlines gegen den ein oder anderen Sprechgesangsartisten im Deutschrap, hin und wieder mal auch gegen andere YouTuber, aber es geht jetzt nicht um diese Geschichten, sondern es geht um einen Diss, ja. Der Mois Kid wurde gedisst von Automatik, ja. Das ist kein Schaltgetriebe eines Autos, sondern das ist, man will es wohl kaum glauben, es ist ein Rap-Duo, ja, aus zwei Brüdern. Die waren jahrelang wirklich ein bisschen, sag ich mal, ruhiger gewesen. Jetzt sind sie natürlich wieder am Start, nutzen natürlich die Welle an neue Musikrichtung, dieses ganze Autotune-lastige Blablablub, meine lieben Freunde. Wir schweifen ein bisschen ab, ich habe keine Ahnung warum. Auf jeden Fall hat der YouTuber Mois vor, ja, ich würde sagen, einigen Monaten einen Diss, oder besser gesagt, so eine kleine Anspielung gegen die Rapper Automatik rausgehauen, meine lieben Freunde. Altes Video mit damals Kollegen sogar gedreht, damit ihr ein bisschen versteht, worum es geht, ja. Also es ging um diese, ja, um diese kleine Situation, was Mois da in dem Video mit Kollega von sich gegeben hat, ja. Jetzt hat Automatik ein Lied rausgehauen, ja, die zwei Rapper, und zwar nennt er sich Doppel-D oder Doppel-G, ich weiß jetzt nicht genau, ich glaube, das war Doppel-D, ja. Doppel-D rausgehauen, ja, und dann haben sie gesagt, ja, ich möchte diese Beleidigung jetzt nicht erwähnen, wenn ich sie erwähne, wird natürlich dieses Video gesperrt. Dementsprechend bin ich dann nicht mehr werbefreundlich. Dementsprechend kann ich mit diesem Video dann dementsprechend auch keine, ihr wisst schon was. Der Mois Kid ist auf jeden Fall durchgedreht, durchgerattert bis zum geht nicht mehr. Ich werde euch den Stream jetzt komplett zeigen, wo Mois Kid sich das Lied reingezogen hat und ja, diese kleine Anspielung, diesen kleinen Diss abbekommen hat, meine lieben Freunde. Mach nicht so! So, und ich meine das ernst, Bruder. Was? Er hat gesagt, du Hurensohn, mach nicht so, ich schwöre auf alles, was mir heilig ist. Wisst ihr, wo er wohnt? Sag ich nicht. Ich schwöre, nein, Wallah, ich gehe dahin und schlag ihn zusammen. Auf jeden Fall können wir sehen, dass Mois Kid wirklich es ernst meint und diese zwei Rapper ausfindig machen will und wissen will, wo die wohnen, um sie dann, ja, ein oder anderen Backpfeifen zu verteilen. Das ist auf jeden Fall eine sehr krasse Story. Ausraster des Jahres. Vom einstigen Baron höchstpersönlich, der natürlich hin und wieder mal gegen andere gestichelt hat und jetzt darf keiner gegen ihn sticheln. Aber naja, Mois Kid, so ist leider das Showbiz, so ist leider YouTube und so ist leider die Musikszene, mein lieber Freund, ja. Also wer austeilt, muss auch einstecken. Scheißegal, wie viele Fans du hast, du bist trotzdem dementsprechend auch angreifbar, wenn du jemanden angreifst, ja. Ihr könnt ja nicht erwarten, dass irgendjemand nicht zurückschlägt, wenn du ihn schlägst. Wisst ihr, was ich meine? Also dementsprechend, ja, das war's mit diesem Video. Kurz und knackig, ich bin natürlich wieder am Start. Muss mich natürlich wieder reinleben, meine Freunde. Ich danke euch und ich wünsche euch was. Peace out.